Liebe Gäste, wer schon mal bei den Naturschutztagen war, weiß, dass es da immer im Zusammenhang mit dem Kleinkunstabend eine schöne Weinprobe gab. Moderiert von Wolfgang Friedrich vom BUND mit leckeren Bio-Weinen. Das wird ja jetzt dieses Jahr bei den digitalen Naturschutztagen leider nicht funktionieren mit einer Weinprobe. Außerdem wäre die Uhrzeit jetzt, glaube ich, auch nicht so gut für eine Weinprobe, höchstens in kleinen Schlucken. Aber bei den Naturschutztagen sind dann schon auch immer etliche Flaschen geleert worden. Und wir haben uns überlegt, was können wir denn stattdessen machen? Das Thema Wein gänzlich außen vor zu lassen, fanden wir jetzt auch nicht so gut. Deswegen haben wir uns entschieden, das Thema Weinbau und die Frage, ob Weinbau auch ohne Pestizide funktionieren kann, auf die Tagesordnung zu setzen, passt ja auch gut zum Thema Biodiversitätsstärkungsgesetz. Ich freue mich sehr, dass Johannes und Katharina Kiefer heute bereit sind, einzuführen in dieses Thema, ihren Betrieb vorzustellen. Der Johannes Kiefer ist eigentlich als Quereinsteiger zu dem Thema gekommen. Da gab es zunächst mal eine ausgeprägte Faszination für historische Weinpressen, für alte Gemäuer, aber auch eine Liebe zur Natur und zum Naturschutz. Und daran schloss sich dann eine Winzerlehre an, gefolgt von einer Küferlehre. Irgendwann ging es los mit einem Weinbaubetrieb im Nebenerwerb. Das war im Jahre 2007 und seit dem Jahre 2015 gibt es jetzt die gesicherte Selbstständigkeit des Weinbaubetriebes Johannes Kiefer in Eichstätten im Kaiserstuhl. Johannes Enzler hatte heute Morgen schon darauf hingewiesen, dass es ein echtes Vorzeigeunternehmen ist mit ganz, ganz vielen Maßnahmen für den Naturschutz. Und wir sind gespannt, was Sie jetzt zu berichten haben über Ihren Betrieb. Ja, hallo zusammen und erstmal vielen Dank für die Einladung, hier referieren zu dürfen. Die Präsentation, die können wir ja eigentlich direkt starten, gehe ich mal davon aus. So, ich hoffe, es sehen jetzt auch alle die Präsentation. Es ist zu sehen, ja, prima. Ich muss hier nur noch meinen zweiten Bildschirm irgendwie sortiert bekommen. So, ich glaube, jetzt sind wir dann soweit, ja. Sieht gut aus, wir sehen genau das, was wir sehen sollen, glaube ich. Die erste Folie und euch. Ja, okay. Gut, dann fangen wir einfach an. Die Leiste verschwindet, die von alleine, kann mir da gerade noch jemand helfen? Wir sehen die Leiste nicht, die seht nur ihr, weil die okay. Euch zur Bedienung dient. Ja. Okay, also gut. Dann, ja, Weinbau ohne Pestizide, wie geht das? Wie schon eingangs erwähnt, wir haben 2007 den Betrieb gegründet. Meine Mutter, die ist am Bodensee auch aufgewachsen. Und da war so ein einschneidendes Ding auch mit der Kupferanstrich von den Unterwasserschiffen damals, der dann irgendwann mal verboten wurde, weil der See drohte umzukippen. Und das war eigentlich so unser Einstieg mit, weil da schon bewusst war, was Kupfer letztendlich für eine Wirkung haben kann. Auch mit für die Umwelt oder generell dann wieder Eingriffe. Aber dann fangen wir jetzt einfach an mit dem Betrieb selber. Ja, das war ein gut, wer sind wir? Wir wurden ja anfangs schon ein bisschen vorgestellt. Ich habe mit 19 Jahren im Jahr 2007 das Weingut gegründet, habe Winzer und Weinküfer gelernt. Die zweite wichtige Person, das ist unsere Mutter Barbara Kiefer, als gelernte Bankkauffrau für die Finanzen unter anderem mit zuständig und auch sonst im Betrieb vielseitig einsetzbar. Als ich noch als Angestellter tätig war, beziehungsweise in der Ausbildung anfangs auch mit, hat Barbara Kiefer überwiegend den Betrieb gemacht und ich hatte nur am Wochenende dann soweit Zeit. Die dritte im Bunde, das ist meine Schwester Katharina Kiefer neben mir. Katharina ist fotobegeistert, also die ganzen Bilder, die hier zu sehen sind, hat Katharina aufgenommen. Mit einem ausgeprägten Interesse für Naturschutz und für alles, was da kreucht, fleucht und wächst. Und durch die Fotografie von der Katharina sind wir dann auch erstmal mit darauf aufmerksam geworden, was sich da überhaupt alles bewegt. Und da hat sie dann auch ein enormes Interesse an den Wildbienen mitentwickelt, was ja so mit unserer Erfahrung nach mit die sensibelsten
Teilnehmer unserer Kulturlandschaft Weinbau sind. Ja, eingangs erstmal das Thema, was sind überhaupt Pestizide? Pestizide, wenn man das Wort stammt aus dem Lateinischen, von Pestis, Geißel, Seuche und Kaedere, töten. Also dass man letztendlich mit den Sachen, die eingesetzt werden, Sachen töten soll, also Pestizide töten, laut der Definition. Die Pestizide werden in mehrere Bereiche unterteilt, aber wir beschränken uns jetzt einfach nur auf den landwirtschaftlichen Bereich, beziehungsweise später hauptsächlich auf den Weinbau. Bekämpfungsmittel gegen Schaderreger der Pflanze. Das ist eigentlich das, wo die Pestizide hauptsächlich eingesetzt werden. Und da gehen wir dann gleich schon weiter. Welche Pestizide werden im konventionellen Weinbau eingesetzt? Also ich will das Ganze gerade ein bisschen aufgliedern zwischen konventioneller Landwirtschaft, Biolandwirtschaft und unserer Landwirtschaft letztendlich. In der konventionellen Landwirtschaft werden überwiegend chemisch-synthetisch hergestellte Pestizide eingesetzt, wobei in den letzten Jahren auch so ein bisschen mit einem Wandel da ist, dass auch mal auf Biopräparate ausgewichen wird, gerade weil die chemisch-synthetischen Mittel teilweise an eine Grenze gelangen, wo sie dann manchen Mitteln doch unterlegen sind, die aus dem Bioanbau stammen. Der größte Sektor im Weinbau sind eigentlich die Fungizide gegen Pilzkrankheiten. Anschließend kommen die Herbizide, wie zum Beispiel Glyphosat als Unkrautvernichter, beziehungsweise ich mag das Wort Unkraut nicht, sagt er lieber Beikraut. Das sind dann diese schönen braunen Streifen, die man oftmals unter den Rebreihen sieht. In den letzten Jahren aufgrund der Kirschessigfliege sind die Insektizide wieder verstärkt aufgetreten, die dann Schadinsekten töten sollen oder bekämpfen sollen. Dann, welche Pestizide werden im biologischen Weinbau eingesetzt? Fungizide in Form von Kupfer, das ist eigentlich so das am meisten eingesetzte Mittel. Schwefel und Backpulver mit dem Wirkstoff Kaliumhydrogencarbonat sind so die hauptsächlichen Fungizide. Vereinzelt werden auch Insektizide auf biologischer Basis eingesetzt, wobei das, was ich so bisher gehört hatte, war, dass viele Bio-Kollegen doch eher den Einsatz von Insektiziden scheuen, weil sie doch auch mit um die Wirkung der Nützlinge wissen, die von den Insektiziden leider auch mit erfasst werden. Wo wir uns immer bewusst sein sollten, bei allem, was in die Kulturlandschaft ausgebracht wird, jeder Eingriff hat Folgen. Wirkung und Nebenwirkung. Also zum Beispiel, dass ein Schadinsekt getötet wird, aber als Kollateralschaden eben dann auch oftmals die Nützlinge mitgetroffen werden. Heilung und Zerstörung, also man kann Gutes mitmachen, man kann aber leider auch sehr viel mit diesen Mitteln zerstören. Ja, dann kommen wir zu dem Weinbau, wie wir ihn betreiben. Ich habe das Ganze ein bisschen aufgegliedert. Das Hauptaugenmerk oder der Hauptbestandteil sind robuste Rebsorten, pilzwiderstandsfähige Rebsorten im Volksmund oder im Fachjargon auch kurz Piwi genannt. Dann eine minimalintensive Bodenbearbeitung. Biologische Dienstleister für die Pflanzengesundheit, also dass man Nützlinge enorm mit fördert. Wir setzen auf eine Pflanzenstärkung anstatt Schwächung oder Tötung der Schaderreger. Schadschwellenberücksichtigung, das bedeutet einfach, dass man sich überlegt, wo ist der finanzielle Schaden oder der wirtschaftliche Schaden größer, wenn man jetzt das Mittel ausbringt oder wenn man einen gewissen Schaden toleriert. Die Geländestruktur spielt auch eine entscheidende Rolle mit dabei. Dann steigen wir jetzt ein mit den robusten Rebsorten, den sogenannten Piwi. Also ich sage eigentlich lieber aufgrund der internationalen Deutung fast lieber neue Rebsorten. Die neuen Rebsorten haben den großen Vorteil, dass sie aufgrund einer Kreuzungszüchtung über eine generative Vermehrung widerstandsfähig sind gegen die Pilzkrankheiten, also echten und falschen Mehltau hauptsächlich.
Aufgrund der lockeren Traubenstruktur oder festeren Beerenhäute haben es Botrytis-Pilze zum Beispiel auch, also Pilze, die die Trauben nachher schädigen können, schwerer in die Pflanzen einzugreifen. Sie besitzen oftmals eine unempfindlichere Blattstruktur, das heißt, die Blätter, die sind ein bisschen härter, teilweise auch ein bisschen tanninhaltiger, was dann Pilzen auch wieder oder Schaderregern auch wieder das Leben mit schwer macht, in die Pflanze einzudringen. Stabilere Beerenhäute, also bei den neuen Rebsorten ist es teilweise so, dass man die Beerenhaut komplett von den Beeren runterziehen kann. Da hat man dann nachher einfach nur noch die Pektinkugel in der Hand. So fest sind die, das hat dann zum einen den Vorteil, dass die Beeren nicht so schnell platzen, was einer Fäulnis und Essigbildung dann entgegenwirkt, aber auch, dass die unattraktiver sind für Schaderreger wie die Kirschessigfliege zum Beispiel. Das festere Pektin, das hatte ich schon angesprochen. Generell sind die Trauben stabiler. In der Kellerwirtschaft ist eine größere Herausforderung ein bisschen. Also wir arbeiten sehr, sehr viel mit Maischestandzeiten, dass eben das festere Pektin auch aufgeschlossen werden kann und die Trauben dann auch überhaupt pressbar sind. Letztendlich dann mit einfachen traditionellen Pressen. Minimalintensive Bodenbearbeitung, was bedeutet das? Wir schauen, dass wir so wenig Überfahrten wie irgend möglich haben. Da kommen uns die neuen Rebsorten natürlich deutlich zugute. In dem Moment, wo wir auf Pestizide verzichten können, oder haben wir natürlich den Vorteil, dass wir auch zu oftmals ungünstigen Bodenverhältnissen nicht unbedingt über die Böden drüber fahren müssen. So wirkt man Verdichtung entgegen, was dann letztendlich auch die Böden wieder mit schont. Wenig Bodenbearbeitung, also wenn der Boden bei uns geöffnet wird im Betrieb, ist es hauptsächlich, um eine Einsaat einzubringen. Je nachdem, wie der Wuchs der Reben ist, nehmen wir da eine Kulturmischung, wie zum Beispiel die Wolfmischung, die aus 50 verschiedenen Kräutern, Gräsern, Pflanzen besteht, dass wir da dann auch wieder einen vielfältigen Bewuchs dann mit drin haben. Oder auch mal eine partielle Störung des Unterstockbewuchses, also dass man den Bewuchs im Unterstockbereich einfach ein bisschen ausbremst, dass der nicht zu hoch wird. Großes Thema ist bei uns der Humusaufbau. Das hat man gerade in den letzten Jahren, in den trockenen Jahren gemerkt. Der Humus speichert den Wasser, speichert Nährstoffe und gibt mir so doch noch einen deutlichen Puffer in regenarmen Zeiten. Förderung des Bodenlebens, das ist auch mitbedingt durch den Humusaufbau. Ein aktiver Boden setzt viel mehr organische Masse um als ein kaputter Boden, zerstörter Boden. Die Umsetzung der organischen Masse hat letztendlich auch wieder den Vorteil, dass das Schnittgut, das zum Beispiel von den Böschungen mit eingetragen wird, zersetzt werden kann im Boden und dadurch die Nährstoffe wieder pflanzenverfügbar gemacht werden können. Gleichzeitig durch die Aktivität des Bodenlebens wird der Boden auch gelockert, wodurch wir dann auch wieder eine schönere Struktur, dann Bodenstruktur haben für die Reben selber. Biologische Dienstleister für die Pflanzengesundheit, dazu gehören zum Beispiel die Nützlinge. Die Nützlinge teilen sich auf in unserer Meinung nach die Vögel mit, die wahre Insektenfänger sind. Also wenn man zum Beispiel überlegt, was oder wer mal einen Meisenkasten beobachtet, und mal schaut, was die kleinen Vögel da alles an Insekten anschaffen, dann ist es doch eine enorme Masse, die weggefangen wird. Und da gehören eben auch viele Schaderreger mit dazu, wie zum Beispiel der Rumpenspanner oder der Traubenwickler. Insekten gehören mit dazu, ganz klar, räuberische Insekten, wie zum Beispiel Feldwespen oder die Gottesanbeterin Mantis religiosa, die ja hier am Kaiserstuhl sehr weit verbreitet ist. Die benötigen natürlich auch zur eigenen Ernährung mit pflanzenfressende Insekten oder auch für die Kulturpflanze Weinrebe, schädliche Insekten, die dann auch mit weggefangen werden. Das Bodenleben als Dienstleister letztendlich auch mit für die Pflanzengesundheit. In dem Moment, wo die Pflanze eine optimale Nährstoffversorgung hat, aber keine Überversorgung hat, kann sie sich auch ideal gegen Schadeinflüsse zurecht oder wehren und hilft so dann auch wieder mit.
Zum Bodenleben, da gehören die Mikroorganismen mit dazu, wozu auch Bakterien und Pilze mitgehören, die den Boden dann auch wieder aufschließen. Oder ein ganz großes Thema sind auch die Mykorrhizen. Mykorrhizen ist ein altgriechischer Begriff und bedeutet letztendlich Pilzgeflecht. Und diese Pilzgeflechte vernetzen die Pflanzen untereinander. Dazu gehören zum einen Bäume zum Beispiel, ganz klassisch, kennt man eher aus dem Wald. Oder eben auch die Weinrebe als eine ehemalige Waldpflanze. Aber auch viele Gräser werden mit an das Netzwerk der Pilze mit angeschlossen. Und der große Vorteil ist, dass die Nährstoffe unter den Pflanzen teilweise hin und her verschoben werden, so wie sie, welche Pflanze gerade braucht oder die Wurzeloberfläche wird vergrößert. Und die Mykorrhizen helfen letztendlich auch mit den Pflanzen selber, den Wertpflanzen, Nährstoffe aufzunehmen und bekommen von den Pflanzen im Gegenzug dazu Zucker aus der Photosynthese zum Beispiel, um da dann wieder überleben zu können. Das Thema Pflanzenstärkung, also dass man die Pflanze stärkt, anstatt Schaderreger zu bekämpfen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Ackerschachtelhalmtee. Ackerschachtelhalm hat den Vorteil, dass sehr viel Silikate vorhanden sind. Und Silikate wirken auf das Immunsystem der Pflanzen oder der Weinrebe speziell, wie das Vitamin C auf unseren eigenen Körper. Also es unterstützt das Immunsystem. Gleichzeitig hat der Ackerschachtelhalmtee auch eine verkieselnde Wirkung auf der Blattoberfläche, wodurch die Blätter abgehärtet werden und Schaderregern letztendlich auch schwieriger wird, in die Pflanzen einzudringen. Eine weitere Möglichkeit wären zum Beispiel Braunalgen. Braunalgen haben Hormonvorstufen, Pflanzenhormonvorstufen, die den Pflanzen selber dann auch wieder helfen, besser mit Stresssituationen zurechtzukommen, ob es jetzt durch Hitze ist, wodurch Pflanzen geschwächt werden, oder eben durch Angriffe von Schaderregern wie Pilzen und Insekten. Die nächste Möglichkeit, die man hat, die Pflanze zu stärken, das sind zum Beispiel weinbautechnische Maßnahmen wie Pflanzabstände. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen weiten Reihenabstand habe, durchlüften die Rebgassen wesentlich besser und trocknen dadurch schneller ab. Und die Pilze haben es dadurch auch nochmal schwieriger, sich in den Pflanzen festzusetzen. Artenreiche Weinbergseinsaaten hatte ich vorhin schon angesprochen. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen die Kulturmischung, die Wolfmischung zum Beispiel, die hat sich bei uns im Betrieb bewährt. Seit 2 Jahren probieren wir auch mit einer gebietsheimischen Dauerbegrünung, die dann klassisch geheut werden soll, also die dann mit dem Balkenmäher gemäht wird und das Schnittgut dann unter die Stöcke gelegt wird. Artenreiche Weinbergseinsaaten haben den Vorteil, dass sie eine Vielzahl von Nützlingen mit anziehen und dadurch dann auch wieder eine große Bewegung auf den Blättern mit haben, wodurch dann auch zum Beispiel Nektarhefen verteilt werden. Aber da erzählt dann Katharina nachher noch mehr dazu. Ein großes Thema ist die Schadschwellenberücksichtigung, zum Beispiel eine Verlusttoleranz. Das heißt, ich überlege mir im Vorfeld, was kostet es mich jetzt zum Beispiel, wenn ich die Spritze anhängen würde, also die Rüstzeiten letztendlich, was kostet mich die Maschine, die Maschinenstunden, Treibstoffe, Wartungskosten, Verschleiß und natürlich auch der Mitteleinsatz. Ob das in der Relation zu dem entstehenden Schaden steht und inwieweit bin ich selber auch bereit, einen größeren Schaden hinzunehmen zugunsten der Natur, der jetzt aber trotzdem nicht für den Betrieb existenziell wird. Was gerade im Jahr 2021 so ein Thema war, das waren extreme Witterungsbedingungen. Also wir hatten ein extrem nasses Jahr. Das war zum Beispiel so, dass seit Ende Juni bis Mitte August hatten wir eigentlich keinen Tag ohne Blattnässe, was für Pilzinfektionen natürlich verheerend ist. Da haben wir das erste Mal seit 2015 Backpulver eingesetzt, Kaliumhydrogencarbonat, um gegen den falschen Mehltau mit was machen zu können. Und ja, das war eben der erstmalige Einsatz in der ganzen Zeit in 2 Rebanlagen. Also selbst da ist nicht alles behandelt worden.
Was im Jahr 2021 auch noch mit ein Thema war, das war Frost. Durch den Frost waren die Pflanzen schon am Anfang der Vegetation mit gestresst und was sich dann nachher durch die ganze Vegetation auch mit durchgezogen hat. Also die neuen Rebsorten, die waren von 2015 bis 2021 komplett ungespritzt, also ohne irgendwelche Mittel eingesetzt zu haben, noch nicht mal Pflanzenstärkungsmittel. Nächstes wichtiges Thema ist die Geländestruktur, also die Thermik, Böschung als Biotope, Biotopinseln, unterschiedliche Refugialflächen schaffen, also Rückzugsräume für Nützlinge zum Beispiel. Auf die einzelnen Punkte gehe ich jetzt nochmal genauer ein. Die Thermik. Thermik ist ja letztendlich eine Luftbewegung und Luftbewegungen entstehen ja dadurch, dass man immer unterschiedliche Temperaturzonen hat. Wir sehen jetzt hier im Bild eine typische Kaiserstühler Löschwand, die tagsüber die Wärme speichert bei direkter Sonneneinstrahlung und nachts wird die Wärme dann wieder an die Umgebung abgegeben, wodurch man immer einen leichten Temperaturversatz hat, was durch Lüftung zugute kommt. Das nächste ist, wenn ich in der Nacht die Wärme noch habe von der Böschung, dann trocknen die Pflanzen auch noch mal besser ab. Windkanäle schaffen durch gezielte Anordnungen von Offenlandbiotopen, Heckenbiotopen, Saumwäldern, Bannwaldstrukturen. Und um dadurch dann eine Art Föhneffekt zu haben, also dass man immer eine Durchlüftung hat, immer einen leichten Luftzug. Windschutz ist gleichzeitig auch noch wichtig, dass man zum Beispiel die Reben gerade im Frühjahr gegen kühle Windeinflüsse aus Nord und Nordost mitschützen kann, um da dann eben hoffentlich Frostschäden gegenwirken zu können, je nachdem wie die Fröste kommen. Böschung als Biotope behandeln, einfach, dass man da dann eine Auflockerung der Kulturlandschaft hinbekommt, dass nicht Stock an Stock steht, um Infektionsherde eindämmen zu können, so sie denn entstehen sollten. Also dass man da natürliche Barrieren schafft. Dazu gehört zum Beispiel eine Magerböschung bzw. ein Magerbewuchs in Süd- und Ostlagen, einfach durch die Lage bedingt. Die Süd- und Ostböschung, die werden bei uns deutlich heißer, wodurch dann wasserliebende Pflanzen schwerer haben, Fuß zu fassen. Nordböschungen hingegen sind eher kühler und dienen da auch gleichzeitig wieder mit an Kühlung. Das heißt, ich habe da auch wieder den Temperaturversatz, womit man eine Durchlüftung auch wieder mit hinbekommt. Gleichzeitig sind Nordböschungen auch wüchsiger und humusreicher, weshalb man da dann auch eher Fettwiesen und Heckenstrukturen findet, was der letztendlich der Artenvielfalt auch wieder zugute kommt. Wechselstrukturen, also dass man eine Abwechslung hat, aus krautigen Stellen, aus Hecken und Bäumen, einfach unter dem Credo Vielfalt schafft Vielfalt, dass die Vögel zum Beispiel in den offenen Stellen jagen können, dass sie da ihre Insekten finden und gleichzeitig in den Hecken- und Baumstrukturen dann geschützten Nistraum finden. Biotopinseln, und da schauen wir, dass wir eine Artenvielfalt durch heimische Wiesen mitschaffen. Also das hier im Bild sehen wir jetzt eine Einsaat mit einem Wiesenbrusch. Das war ein kleiner Boden, der sich für eine moderne weinbauliche Bestockung nicht gelohnt hat, beziehungsweise wo eine Bewirtschaftung nur unter enormem Aufwand möglich gewesen wäre, weshalb wir beschlossen haben, dass wir den Bereich dann der Artenvielfalt zur Verfügung stellen, um da dann auch wieder mit unserem Beitrag zum Naturschutz mitzuleisten und gleichzeitig aber auch mit wichtigen Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen für die Refugialflächen, wo wir jetzt weiter drauf eingehen. Refugialflächen sind dauerhafte Rückzugsgebiete für die Artenvielfalt. Das heißt, in dem Moment, wo ich in der Kulturfläche, also in den Weinberganlagen, in den Rebanlagen selber vielleicht ein bisschen intensiver mähen muss, kann ich die Böschung oder die Biotopflächen dann eher extensiver bewirtschaften und habe so dann auch eine gesicherte Rückzugsmöglichkeit und gleichzeitig auch eine Fluchtmöglichkeit der Insekten und der Bewohner. Womit wir jetzt zum nächsten Thema kommen, Vielfalt schafft Vielfalt. Das ist dann den Part, den dann meine Schwester Katharina übernehmen wird. Ja, genau. Dann einmal kurz wieder eine Übersicht.
Also ganz einfach, wir machen das für Weinbau und Naturschutz. Da sind zum Beispiel Junganlagen als Pionierflächen sehr interessant. Es gibt die angepasste Maat als wichtiges Element. Dann Gehölze, die sind viel mehr als einfach nur Sträucher, die die Landschaft verschönern. Es geht auch um Magerbereiche, vor allem wie man die erhält und pflegt. Und natürlich um die Pflanzen, denn Insekten brauchen Pflanzen. Und auch um Vögel als wichtige Nützlinge. Dann fangen wir mal mit den Junganlagen an. Die Junganlagen sind deswegen so interessant, da vor dem Setzen der Reben wird oftmals der Boden geöffnet. Und ich habe hier eigentlich dann eine Pionierfläche. Und so kann ich auch diese Neuanlage behandeln. Das heißt, ich habe einen Nutzen für Lichtkeime und konkurrenzschwache Pflanzen, die hier einwandern können oder die ich sogar durch Einsaat gezielt fördern kann. Dann ist es auch so, am Anfang, wenn der Boden offen ist, wärmt die Sonne den schneller auf und nicht nur die Reben bekommen dann schön warme Wurzeln, dass sie schön treiben, sondern die Weinbergsbewohner, die zum Beispiel eine Eidechse, die kann sich schneller aufwärmen. Und wenn dann der Aufwuchs kommt im Sommer, dann hat der wieder einen kühlenden Effekt, wo sich dann wieder Tiere vor der, ich sage jetzt mal, heißen Kaiserstühler-Sonne schützen können. Für Weinbau und Naturschutz bedeutet für uns, Biotope sind wichtige Pufferflächen, die für die Weinrebe schädliche Organismen, die können nicht von Pflanze zu Pflanze so leicht springen, wenn einfach ein Streifen dazwischen ist, der für die unüberwindbar ist. Das ist ganz einfach, dass die nicht so schnell sich ausbreiten können und dadurch haben es die Reben in der Pflanzengesundheit nochmal wesentlich leichter. Und das erreicht man eben durch solche Rückzugsgebiete. Dann sind auch viele Nützlinge, die zwischen den Pflanzen, zwischen Böschung und Reben umherwandern. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel eine Magerböschung mit Wiesensalbei, Witwenblume, Mohn. Und hier kann, wenn zum Beispiel bei den Reben noch niederer Bewuchs ist, schon die Feldwespe ihre ersten Jagdzüge machen. Und wenn sich das dann irgendwann durch die Maat tauscht, kann sie in die Rebfläche weiterwandern und dort eben ihr gutes Werk tun. Und gleichzeitig ist es auch so, diese heimischen Pflanzen, die bleiben natürlich nicht an der Böschung stehen, sondern die samen sich aus. Und zum Beispiel dieses Jahr rechne ich damit, dass wir eine Rebgasse voll mit Wiesensalbei bekommen. Ganz natürlich ausgesät. Für Weinbau und Naturschutz, hier sehen wir zum Beispiel einen Grünfink, der den Saft der Reben trinkt, die im Frühjahr weinen, nennt man das. Und das ist für mich ein Schlüsselerlebnis gewesen. Ich habe gesehen, wie der Vogel diesen Rebsaft trinkt und ich war in dem Moment erleichtert, dass wir nicht spritzen, dass wir keine Austriebsspritzung machen und so weiter. Denn so bekommt er den guten Saft und kann sich nicht durch nachträglich durch Pestizide belasten, weil da einfach keine vorhanden sind. Und das darf man auch nicht vergessen, die Rebe nimmt es auf und gibt es ab und es gibt eben auch solche Sekundärschäden, nenne ich es mal. Dann Pollenspenderrebe, hier weiter unten sieht man die Erdhummel, die am Pollen der Rebblüte sammelt. Ein weiteres Schlüsselerlebnis für mich, denn wenn man sich ein bisschen mit Hummeln befasst, dann gibt es da sehr viele interessante Forschungen. Also nicht nur, dass die Fußball spielen können, sondern dass die Hummeln oder auch andere Wildbienen sehr, sehr wichtig sind für das gesamte Gefüge, denn sie verteilen die sogenannten Nektarhefen von Pflanze zu Pflanze. Und diese Nektarhefen, die sind wichtig für Wiederkäuer. Da könnte man jetzt noch genauer drauf eingehen. Da geht es dann auch um die Gesundheit wiederum der Tiere. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig für die Darmflora der Bienen,
fürs Immunsystem. Und im schlimmsten Fall kann sich das alles so weit runterschwächen, dass also wirklich im dramatischsten Fall die Jungkönigin oder die Thronfortpflanzungsunfähig sein können. Im schlimmsten Fall. Und deswegen ist es auch hier wieder wichtig, ich habe keine Pestizide eingesetzt, also kann dieser Pollen die Hummel nicht belasten, sondern nur ihr Volk stärken. Dann als nächstes hatte Johannes vorhin angesprochen, dass wir Flächen haben, wo wir gemerkt haben, die sind einfach nicht rentabel, wenn ich da jetzt eine Reihe Reben setzen würde. Das wäre viel zu teuer von den Maschinenkosten. Der Ertrag, diese 5 Eimer, die würden sich nicht rechnen im Verhältnis. Was sich aber rechnet, ist, wenn ich aus diesen Flächen, diesen Randflächen, diesen nur 2-3 Metern Breite oder vielleicht auch 5 Metern, je nachdem, wie das Gelände gegeben ist, dass wenn ich dort was Heimisches einsehe, einen Magerbereich schaffe oder eine Obstwiese draus machen, eine kleine, oder meinetwegen, wenn es ein wüchsiger Standort ist, kann es auch eine Fettwiese mit seltenen Orchideen drin sein. Diese Flächen, die tragen trotzdem zur Pflanzengesundheit bei. Denn in diesen Flächen, da tobt das Leben. Und dieses Leben, das wollen wir ja auch in den Reben haben, in Form von Nützlingen. Das heißt, hier kann auch wieder ein Austausch stattfinden. Um das zu erhalten, braucht es die angepasste Maat. Und die Maat ist vielfältig, denn ich muss einige Dinge berücksichtigen. Einmal den Humusgehalt. Hier zum Beispiel in dem Bild ist meine Mutter, wie sie mit der Sense in dem Fall durchgegangen ist, denn sie wollte unbedingt die wunderschönen Kornblumen aus der Gründüngung stehen lassen. Sie liebt einfach Kornblumen, wie eben die Hummeln auch. Und da dieser Standort wüchsiger ist, wird der eventuell zu einem anderen Zeitpunkt gemäht, wie jetzt einer, der etwas trockener ist. Einen trockenen Bereich brauche ich nicht 5-mal im Jahr mähen, macht ja keinen Sinn. Sowohl für die Natur wie auch für den Winzer. Das wäre ja einfach nur Geldverschwendung und ja, für die Natur sowieso. Und weiter unten sieht man Vorgewände einer jungen Rebanlage mit einem heimischen Bewuchs. Der ist jetzt sehr gräserlastig, aber das will ich auch so, denn in diesen Gräsern, da vermehren sich ganz, ganz viele Schmetterlinge. Und dementsprechend wird solche Wiesen auch erst so Mitte Juni circa gemäht, damit sich zum Beispiel die Raupen des Blaukernauges, auch blauäugiger Waldportier genannt, dort ungestört vermehren können. Die fressen an Gräsern. Und wenn sie dann zu der Zeit circa schlüpfen, also je nach Witterung, dann ist es kein Problem, wenn da eine Maat stattgefunden hat. Weil dann sind sie sicher. Und dann habe ich sie gefördert. Und gerade in Vorgewänden, da kann man ja flexibel sein, ob man zum Beispiel sagt, okay, wenn jetzt der Wuchs mir doch zu hoch ist, dann mache ich einfach direkt vor den Reihen vielleicht nur einen Streifen, den ich etwas früher mähe und auf der anderen Seite lasse ich so. Ja, dann gibt es eben noch die Gehölze. Und die Gehölze sind eben für die Schaffung und Erhalt der Strukturen zuständig. Das hatte Johannes vorhin erwähnt, die Durchlüftung und vieles. Und da fordert es viel Abwägung. Also sie bieten vielen Insekten Nahrungsquellen. Hier ist auch so, die heimischen Gehölze sind natürlich auch für viele spezialisierte Bewohner wichtig, wie hier den Ligusterschwärmer. Dann bei uns bedeutet es einmal die Heckenverjüngung zum Erhalt, damit die Gehölze nicht verkreisen. Dadurch gibt es neue Nistmöglichkeiten für Vögel. Oder zum Beispiel der Feldulmenbestand bei uns an einem ungewöhnlichen Trockenstandort kann erhalten werden, dadurch die Verjüngung in dem Fall die Ulme gerettet werden kann. In diesem Fall durch, ja. Dann ist bei uns auch ein wichtiges Thema die Gehölzpflanzung.
Da achten wir auf gebietsheimische Besonderheiten. Das kann zum Beispiel der Blasenstrauch sein hier am Kaiserstuhl oder auch sowas wie die Klappernuss. Dadurch werden wieder neue Strukturen geschaffen für die Durchlüftung. Und wir setzen natürlich auch ein paar Obstgehölze für Mensch und Natur. Einerseits haben dann die Bienen und die Vögel Nahrung und wir kriegen vielleicht auch ein paar Mandeln oder Kirschen oder was es alles gibt. Als nächstes fördern wir auch alte Obstbäume, die für uns sehr, sehr wichtig sind. In den Obstbäumen leben sehr viele Nützlinge und sie dienen auch als Ablenkungsfütterung. Zum Beispiel die Maikäfer, die gehen viel lieber an die Wipfel der Obstbäume als an die Reben und dadurch habe ich eine Schonung der Rebanlage. Dann dienen sie auch der Erhaltung des Bodenlebens. Denn es gibt schon ein unterirdisches Pilzgeflecht bei diesen alten Bäumen. Und da kann bei einer Junganlage zum Beispiel sich die Jungreben wieder gut einfinden in das Geflecht, weil es ist vorhanden und da können sie sich gegenseitig unterstützen. Ja, dann Magerbereiche erhalten und pflegen. Warum eigentlich? Magerbereiche zählen mit zu den artenreichsten Lebensräumen. Und wenn die sich erstmal etabliert haben, sinkt der Pflegeaufwand. Das bedeutet, ich muss nur ein- oder zweimal im Jahr mähen statt fünfmal. Die konkurrenzschwachen Pflanzen sind vor allen Dingen darauf angewiesen, wie zum Beispiel der Natterkopf oder auch die Färberkamille, Boxbart und so weiter. Unsere Insekten brauchen die Pflanzen als Nahrungsgrundlage, als Jagdfläche und als Überwinterungsplatz. Und hier haben wir zum Beispiel das Beispiel einer einjährigen Art, hier dem Schöllkraut. Das profitiert von einer vermehrten Bestäubung und dadurch gibt es wieder eine stärkere Aussaat. Und dadurch finden wir auch Sachen in den Rebgassen, die man dort vorher nicht eingesät hat. Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Mehrjährige Arten können sich ausbreiten, zum Beispiel wenn man an Stauden oder ausdauernde Pflanzen denkt, die bieten ein gesichertes Blütenangebot, wie hier die Flockenblume mit einer bedornten Mauerbiene, die einfach jedes Jahr dadurch eine Blume findet. Dann noch ganz kurz, wenn wir bei den Pflanzen sind, die Ackerwildkrautgesellschaften profitieren von vorübergehend geöffneten Flächen, zum Beispiel Feldrittersporn, Kornblume, Klatschmohn. Es gibt eben die schnell eintretende Bodenwärme und die erdnistenden Wildbienen finden neuen Lebensraum. Bei uns bedeutet das zum Beispiel Kulturpflanze statt Dünger. Dadurch habe ich wieder eine Aufschlüsselung des Bodenlebens, eine Lockerung des Bodenlebens durch unterschiedliche Wurzelbereiche und eine bessere Nährstoffverfügbarkeit. Und dadurch eben auch einen stabilen Boden und dadurch gesunde Reben. Ich habe Nahrung für Generalisten, die dadurch immer was finden. Dann gibt es natürlich noch die Wildpflanzen für die Spezialisten, die sich an die Weinbergsflora und Fauna angepasst haben. Und hier können wir dadurch Populationen erhalten oder Neubesiedelung fördern. Und dadurch können sich auch die Insekten untereinander genetisch austauschen von derselben Art. Und dadurch sinkt die Krankheitsanfälligkeit. Dann sind eben auch die Vögel wichtige Nützlinge. Und die benötigen eben sehr, sehr viele Insekten und halten so die Schädlinge in Schach. Wenn man einzelne Arten fördert, steigt die gesamte Artenvielfalt. Bei uns war es der Wiedehopf. Wir fördern Wiedehopf und dadurch fördern wir auch ganz, ganz viele Wildbienen und andere Tiere. Hier zum Beispiel auch den Neuntöter durch die Großinsekten, die er dadurch auch bekommt, oder auch Gehölze zum Nisten. Dann auch die Dornkrassmücke mit Ansitzwarten und krautigen Strukturen, die länger stehen bleiben. Generell ist immer die Frage, was ist ein Nützling oder Schädling? Der Maikäfer wird gern als Schädling betrachtet, ist aber eine wichtige Nahrungsquelle für viele Vögel, also sehr essentiell in der Brutzeit
oder der Star, den man in den Reben, in den Trauben nicht so gern sieht, aber der im Rest vom Jahr unglaublich viele Insekten fängt. Ja, dann erzählt uns Johannes noch das Fazit aus dem Gesamten, was wir jetzt vorgetragen haben. Ja, Weinbau ohne Pestizide. Ja, es geht, aber insofern, dass das Kaliumhydrogencarbonat streng genommen zu den Pestiziden gehört. Ich das so aber durchaus tolerierbar finde, je nach Voraussetzung, je nach Jahr, also dass man sich da einfach Grundvoraussetzungen sind. Symbiose aus Weinbau und Naturschutz. Das heißt, wir brauchen die Vielfältigkeit in der Kulturlandschaft durch Nützlingen. Wohlüberlegtes Handeln, dass man sich genau überlegt, wo ist Schaden, wo ist Nutzen. Keine Scheu für anfänglicher Mehrarbeit. Das waren jetzt unsere Erfahrungen als Quereinsteiger aus der Praxis heraus und wir erheben keinen wissenschaftlichen Anspruch. Also haben einfach nur berichtet, was wir beobachtet haben in den letzten Jahren. Für das ganze Thema braucht man Mut, ist wahnsinnig komplex. Wir wissen auch, dass der Betrieb in der Arbeit, die da hinten dran steckt, mit der Vielfältigkeit auch nicht beliebig skalierbar ist. Aber wir denken, wenn sich vielleicht der ein oder andere einen Teil davon abschaut, wäre doch für alle viel gewonnen, ob es jetzt für den Winzer selber ist oder eben auch für die Natur. Und eins wollen wir ja alle gemeinsam, dass wir die Vielfalt in der Kulturlandschaft erhalten durch die vielfältigen Bewirtschafter. Was sind unsere Forderungen an die Politik? Die verbindliche Regelung zum Schutz von Biobetrieben vor Kontamination durch chemisch-synthetische Pestizide, wodurch den Biobetrieben dann für Teilflächen zum Beispiel die Biozertifizierung aberkannt werden kann. Und auch einen Schutz vor anderen nicht zugelassenen Substanzen im Bioanbau, wodurch zum Beispiel auch Düngesalze zählen. Eine Schulung für die landwirtschaftliche Praxis. Was ist Biodiversität? Was kann mein Betrieb dazu beitragen? Und auch mit was ist schadschwellenorientiertes Handeln? Ja, das war jetzt unsere Präsentation so in mehr oder weniger Schnelldurchlauf. Ich hoffe, es war informativ und wir freuen uns jetzt auf die Fragen, die eventuell noch kommen. Ja, vielen Dank. Ja, super. Okay. Ja, herzlichen Dank. Ich habe jetzt, glaube ich, wie noch nie bei den Vorträgen bislang schon während des Vortrages begeisterte Rückmeldungen über die F&A-Funktion bekommen, aber auch hier wollen wir versuchen, den normalerweise aufbrandenden Applaus zu simulieren. All diejenigen, die diesen Vortrag jetzt spitze fanden und heftigst applaudieren würden, bitte ich mal um ein virtuelles Handzeichen und der Zeiger rast mit atemberaubender Geschwindigkeit in die Höhe. Wir haben schon fast 85% erreicht. Jawohl, es geht immer noch weiter. Ja, ausgezeichnet. Also das ist ein fast nicht zu übertreffender Applaus für diesen Vortrag. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen, die sich darauf bezogen haben, auch auf die tollen Bilder, die richtig Lust gemacht haben, jetzt sofort nach Eichstätten zu fahren oder zumindest im Frühjahr nach Eichstätten zu fahren, um zu gucken, wie es dann da bei euch so aussieht. Also herzlichen Dank für diesen schönen Vortrag. Es gab eine ganze Reihe von Fragen, ich kann vielleicht mal beginnen, die sich so um das Thema Wirtschaftlichkeit des Betriebes auch drehten. Also ein Fragekomplex, wie sieht es mit den Erträgen aus bei euch im Vergleich zum konventionellen Weinbau, die Produktionskosten insgesamt im Vergleich zum konventionellen Weinbau, wie gestaltet sich der Preis bei den Weinen, die bei euch verkauft werden und das Ganze vielleicht so gemündet in die Frage, kann man mit dieser Wirtschaftsweise auf diesem Betrieb gut suffizient leben? Das war so eine Frage, die auch gestellt wurde. Vielleicht fangen wir damit mal an, so rund um die Wirtschaftlichkeit dieser Wirtschaftsweise. Also wenn ich es jetzt allein von der Wirtschaftlichkeit sehe, wenn ich mir überlege, wie sind die Kosten für eine regelmäßige Pflanzenschutzanwendung, also wenn ich jetzt von idealen Bedingungen ausgehe,
brauche ich pro Spritzung, pro Durchgang für einen Hektar eine gute Stunde. Die Kosten für die Maschinen veranschlage ich bei knapp 50 Euro die Stunde plus Fahrer. Wenn man jetzt die Mittel dazu noch rechnet, ist man schnell bei Hektarkosten pro Jahr von 2000 Euro, die ich natürlich nicht habe durch diese Art der Wirtschaftung. Klar, ich habe ein bisschen mehr Arbeit aufgrund der Geländestruktur in der Marterböschung, in der Pflege der Böschung, die aber sowieso anfällt. Also von dem her kann ich ganz klar sagen, was die Wirtschaftlichkeit angeht, stehe ich eigentlich ganz gut da. Was man nicht vergessen darf, der Betrieb, der befindet sich noch im Aufbau, wodurch und selbst die Investition, die trägt der Betrieb komplett alles selber, und ich habe im Aufbau auch schon ein kleines Gehalt für mich, wie als angestellter Winzer. Was auch noch ein wichtiges Thema ist, die Böschungs- und Biotoppflege wird ja auch vom Land gefördert über die LPR-Verträge. Ich selber bekomme dann eine Förderung vom Landschaftserhaltungsverband mit für die Böschung und Biotoppflege, die ja dann auch den überwiegenden Teil der Kosten, der reell entstehenden Kosten, mit abdeckt. Da liegen wir bei Fördersätzen von 70-90% der entstehenden Kosten im Maschinenringsatz abgerechnet bei Selbstwerbern, also wenn man die Arbeit selber übernimmt. Was die Erträge angeht, ich hole vielleicht keine 150 Kilo aus einer Anlage raus, aber das ist auch gar nicht mein Ziel. Ich bin vollkommen zufrieden, wenn ich aus einer Rebanlage 100 Kilo pro A an Trauben raushole, wo wir dann doch in einem besseren Weinsegment sind und was für einen Biobetrieb doch eine sehr gute Zahl ist, meiner Erfahrung nach. Was die Flaschenpreise angeht, das kann jeder im Webshop nachlesen. Wir verkaufen überwiegend in Halbliterflaschen, einfach um die Wertigkeit der Weine mitzuzeigen, das Handwerkliche, was mit hinten dran steht, der handwerkliche Ausbau in Kleingebinden. Und da liegen wir bei 7 Euro die Halbliterflasche, was jetzt für einen Biowein auch eher moderat ist, wenn ich andere Betriebe dagegen vergleiche. Okay, super, vielen Dank. Es gab einen anderen Fragenkomplex, der sich um dieses Thema drehte. Wie ist es denn mit der Akzeptanz? Also die Winzer werden ja untereinander reden, was die einzelnen Betriebe machen. Wie wird das Weingut Kiefer denn bei den konventionellen Kolleginnen und Kollegen am Kaiserstuhl angesehen? Was redet man über die? Könnt ihr vielleicht Beispiel geben? Habt ihr schon andere überzeugt davon, genauso oder zumindest in Teilen so zu wirtschaften? Also erstmal heißt es, was hat der Kiefer da wieder für eine Sauerei? Das sind so Sachen, die ich dann oftmals gehört habe. Aber es sind auch Winzer auf mich zugekommen, die vollkommen fassungslos, fast schon geschockt waren, wie gut und gesund doch die Trauben aussehen in dem doch hohen Bewuchs. Da hatte ich in einem Jahr in einer Junganlage 2 Meter hohe Sonnenblumen drinstehen. Der ist da reingelaufen, der hat gemeint, da stehen ja die schönsten Reben drin. Es sind auch schon andere Winzer auf mich zugekommen, die gefragt haben, ob das mit den Einsaaten auch in den Ertragsanlagen mit funktioniert. Wir wissen auch, dass wir da vielleicht auch ein bisschen übergeschnappt sind, was den Bewuchs oder die Einsaaten mit angeht. Aber das ist ja letztendlich unsere eigene Entscheidung. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich denke, wenn jeder ein bisschen was davon macht, also es wird ja auch mehr mit Einsaaten gearbeitet. Im Idealfall wären dann keine chemischen Pestizide mit im Einsatz, da wo Blühflächen sind, einfach aufgrund dessen, was Katharina vorhin angesprochen hatte, die Empfindlichkeit der Wildbienen und Hummeln. Die ganzen Pestizide, die werden ja hauptsächlich mit Honigbienen getestet. Also ein Mittel gilt dann als nicht bienengefährlich, wenn mindestens 50% der Honigbienen nicht direkt kaputt gehen durch eine Vergiftung zum Beispiel. Die Stimmung der Winzer ist, also manche, die kommen auf mich zu und fragen, hey, ich will mal zu dir kommen, die neuen Rebsorten ausprobieren, dass man gerade in sensiblen Bereichen, naturschutzsensiblen Bereichen, aber auch auf kleinen Terrassen vielleicht mit den anderen Sorten arbeiten kann. Und sind andere Leute, die doch jedes Mal fast einen Wutanfall kriegen, wenn ich nur das Thema Pestizid in den Mund nehme. Es ist halt, wie Menschen sind, die einen sind offen für Neues und die anderen, die sind eher traditionell geprägt. Und
Ich denke, wenn jeder seinen Weg findet, dann kommt man auch miteinander klar. Wir verlangen jetzt von niemandem, dass jetzt dass jetzt alle so wirtschaften müssen, wie wir es tun. Klar, wir würden uns freuen, wenn sich mehr mit den neuen Rebsorten beschäftigen. Hier sehe ich aber ganz maßgeblich auch die Vermarktungsbetriebe mit in der Pflicht, die dann doch manchmal Winzer zwingen, die neu aufgenommen werden, die neuen Rebsorten rauszureißen und stattdessen Weißburgunder zu setzen. Oder dass die Auszahlungspreise oder der Wert der neuen Rebsorten nicht erkannt wird und dann eben auch deshalb die Sorten wieder rausgerissen werden. Okay. Es gab ein paar Fragen zum Thema neue Rebsorten, Piwi. Zum einen in Richtung Geschmack. Wie schmecken die denn eigentlich? Kann ich natürlich nur empfehlen, bestellen. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber auch die Frage, wie ist es mit dieser beschriebenen Resistenz? Gibt es wohl die Hinweise, dass die nachlassen könnte? Gibt es da entsprechende Erfahrungen bei euch? Also, dass die Resistenz an sich nachlässt, das habe ich so bisher nicht beobachtet, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, soweit ich in der Wissenschaft mit drin bin. Wir werden vom Weinbauinstitut wohl mit beobachtet, was wir da tun. Es wurden im Sommer auch Blattproben genommen dieses Jahr und auch von infizierten Blättern. Klar, ich habe teilweise eine Pilzinfektion mit drin, das braucht man, gab dieses Jahr. Und von diesen Sporen wurde versucht, eine Neuinfektion auf einem anderen Blatt stattfinden zu lassen. Das hat zum Teil nicht funktioniert. Was man nicht vergessen darf, in dem Moment, wo natürlich vermehrt mit eingegriffen wird, will jeder Schaderreger natürlich sich auch wieder mit zur Wehr setzen, indem er dann weiter mutiert und dadurch versucht, zum Beispiel chemische Mittel mit zu überwinden, wo es die Erreger doch deutlich einfacher haben, da über Mutationen drüber wegzugehen. Ob das im Lauf der Jahre so weitergeht, ich bin davon überzeugt, dass es klappt, mit einer Pflanzenstärkung allemal. Wir haben über 10 Jahre lang klassische Rebsorten wie ein Spätburgunder oder ein Müller-Thurgau ohne chemische Pestizide behandelt und ohne Kupfer. Von dem her haut mich da eigentlich so schnell nichts mehr aus dem Hocker. Mhm. Ihr bewirtschaftet ja 6 Hektar. Macht ihr alles mit neuen Rebsorten oder habt ihr eine Mischung? Wir haben die letzten die letzten konventionellen Sorten, das waren Grauburgunder, den haben wir 2018 geerntet und seitdem sind es nur noch die neuen Rebsorten. Okay. Von den 6 Hektar Fläche sind ungefähr 3 Hektar mit Weinbau bestockt und die restliche Fläche, die setze ich dann eben zusammen aus den Böschungen, aus den Biotopen, aus Streuobstwiesen, dass man da den Betrieb einfach vielfältig aufgestellt hat. Mhm. Okay. Spannend war das Thema Unterwuchs und Umgang mit dem Unterwuchs, auch viele Zuschauer beschäftigt, also zum Beispiel die Frage, wie ist es denn mit dem Einsatz von Schafen? Gibt es da Erfahrungen statt Maat oder maschineller Bearbeitung? Wie oft wird gemäht? Was passiert mit dem Maatgut? Wie sieht es mit dem Beikraut aus? Könnte das nicht eine Wasserkonkurrenz darstellen in Zeiten, wo es ohnehin sehr trocken ist? Schafe fallen bei uns aus. Ich habe meinen Schäfer da bei uns, die haben gemeint, Johannes, ich bringe dir gerne 50, 100 Schafe, wenn du die haben willst, aber ich zäune dir das Gelände nicht ein, das kannst du wenn selber machen. Wir erinnern schon an das Foto bei der Steilwandpflege, dann lieber keine Schafe. Ja, ja, also das ist einfach das Problem mit dem Einzäunen selber, dass es bei uns im Gelände nicht so funktionieren wird. Das Weinbauinstitut Freiburg, das kann man auch im Internet nachlesen, hat seit Jahren Schafprojekte am Laufen und die sind damit, so wie ich es gehört habe, auch sehr erfolgreich. Auch das, was ich von einer bekannten Winzerin oder einem bekannten Winzer mitgehört habe, wo das durchaus funktioniert. Unser Anspruch ist es, dass wir auch die Rebgassen maximal 2-mal im Jahr mähen mit dem Balkmäher, sofern es denn möglich ist. Was die Wasserkonkurrenz angeht, das sehe ich eigentlich gar nicht so, beziehungsweise habe ich gar nicht so erlebt. Selbst in den extrem trockenen Jahren, die wir ja jetzt hatten, durch den Bewuchs obendrauf verbraucht der Boden deutlich weniger Wasser wie ein ganz kurz gemulchter Bewuchs oder sogar ein offener Boden. Dadurch, dass wir auch stark auf Humusaufbau setzen, ist das ganze Wasserthema bei uns sowieso nicht so heikel.
In dem Moment, wo ich zum Beispiel auch im Unterstockbewuchs das Beikraut einfach nur bremse, habe ich ja trotzdem immer eine leichte Bodenbeschattung mit dabei. Und das Schnittgut wird ja teilweise auch in die Rebgasse damit eingetragen, wodurch man dann auch wieder eine wasserisolierende Schicht hat, sage ich jetzt mal. Okay, super. Ich habe mich vorhin gefragt, bei diesem Thema Schadschwellenberücksichtigung, das ist ja so eine Wette eigentlich. Ja? Also ich kalkuliere, wie teuer wäre mein Einsatz mit irgendwelchen Maßnahmen, Maschinenstunden, Personalstunden und so weiter. Und ich unterstelle irgendwie einen gewissen Schaddruck. Seid ihr bei dieser Wette schon mal schiefgelegen? Also habt ihr im Nachgang gesagt, oh, hätten wir lieber was gemacht? Nee, eigentlich nicht. Okay. Dieses Jahr haben wir eigentlich bewusst mit dazu genommen, dass wir wirklich die absoluten Grenzen austesten wollen, wenn man schon mal so ein Extremjahr hat. Wir hatten in der Teilanlage einen Totalausfall aufgrund von Pilzinfektionen in diesem Extremjahr durch den Frost mit. So im Großen und Ganzen im Betriebsschnitt sind wir eigentlich vollkommen zufrieden. Also man muss sagen, der Frost hat die Austriebe, sage ich mal, genommen und dann kam die neue Generation und die neue Generation war dann trotzdem schon im Gewebe so geschädigt, dass die eigentlich gar nicht die Kraft hatte. Das ist ungefähr so, wenn jemand schon mal eine Tomatenpflanze großgezogen hat und wenn die von Anfang an was hat, dann ist die extrem anfällig und das war halt mit durch den Frost geschuldet. Sonst hätte die Rebanlage dieses Jahr auch ohne Probleme weggesteckt. Also da müssen wir sagen, da haben wir bislang sind wir immer richtig gelegen. Und gegen den Frost kann ich nichts machen. Ja, okay. Johannes, bist du on air? Hast du noch Fragen im Fragenspeicher entdeckt, die wir noch nicht behandelt haben? Ja, nee, es war mir auf jeden Fall eine große Freude, euch da zuzuschauen, zumal ich euch auch schon mal auf dem Betrieb besucht habe und das eigentlich jedem empfehlen kann. Vielleicht nicht, dass jeder einzelne der 396 Zuschauer heute jetzt bei euch anfragt, aber vielleicht muss man einfach mal ein paar Exkursionsangebote oder sowas anbieten. Und ihr habt ja auch eine tolle Homepage, wo es auch einen Online-Shop gibt. Und so eine Frage, die ich nochmal an euch hätte, wäre, ist es nicht auch eben durch diese Direktvermarktung, dass ihr eben nicht über sozusagen Zwischenhandel geht, dass es eben das einzige Mittel ist, um überhaupt so wirtschaften zu können, wie ihr das macht? So hattet ihr mir das mal erklärt, aber vielleicht könntet ihr dazu nochmal was sagen, wie wichtig eben auch diese Direktvermarktung für euch ist. Ja, also ich habe früher auch schon in der Weinbranche gearbeitet, in einem anderen Betrieb als Angestellte und ich habe so das ein oder andere mitbekommen. Man muss sagen, es ist ganz klar ein Unterschied, ob ich Direktvermarkter bin oder ob ich über einen Discounter Einzelhandel gehe. Das sind ganz andere Margen, ganz andere Zahlen und da ist es natürlich so, Direktvermarktung ist immer besser. Zumal mir die ganzen Zwischendienstleister wegfallen. Das kann von Werbung sein, das kann eben der Verkäufer sein, das können Angestellte sein. Da sind so viele Zwischenpunkte, wo man sagen muss, die kosten alle Geld. Und wenn ich das selber mache, habe ich natürlich das Geld eher wieder für den Betrieb, für mich. Und deswegen ist es natürlich immer schöner, wenn man eine Flasche Wein, egal von welchem Hersteller, direkt bei dem Erzeuger kauft, anstatt zu sagen, okay, ich gehe jetzt in den recht günstigen Preissegment und da geht es dann um Beträge. Ich kann sie nicht nennen, das dürfte ich auch gar nicht, aber da kann einem schon der Mund offen stehen bleiben, wie wenig hängen bleibt. Ja, wenn man überlegt, im Schnitt will der Handel seine 30% haben. Und in dem Moment, wo ich 30% von meinem VK runter muss, wird es natürlich für mich mit uninteressant, das ist klar. Es ist auch ganz klar, dass ein Genossenschaftswinzer nicht so dieses Engagement leisten kann finanziell, wie wir es leisten. Aber bei sowas können die ja zum Beispiel auch mit die Politik durch eine gezielte Förderung mit unterstützen, wo ich eigentlich den Hauptpunkt sehe. Also nach meiner Meinung könnte man die komplette Agrarförderung wirklich insofern umstellen, dass wirklich ein Mehrwert für die Kulturlandschaft geschaffen wird
und nicht nur einseitig gefördert wird. Und damit habt ihr auch gleich schon noch eine weitere Frage nämlich beantwortet, die nämlich, was wünscht ihr euch von der Politik? Und dann war noch die Frage, was wünscht ihr euch von den Naturschutzverbänden? Ich glaube, wenn ich das vorwegnehmen darf, vor allem, dass man darüber redet und sagt, Mensch, da gibt es dieses kleine gallische Dorf sozusagen oder dieser kleine gallische Betrieb am Kaiserstuhl, der zeigt, dass es auch anders geht und der stellt sogar so eine Art Zaubertrank her, nämlich Naturschutz, den man trinken kann, Wiederhöpfe, die man trinken kann und der schmeckt dazu auch noch sehr hervorragend. Also kann ich nur wärmstens empfehlen an dieser Stelle. Ja, also an die Naturschutzverbände zum einen, besucht uns, kommt vorbei, schaut es euch an, was ist möglich, vielleicht auch im übertriebenen Maß. Was die Naturschutzverbände jetzt zum Beispiel gerade auch im Weinbau leisten könnten mit, meiner Meinung nach, dass man einfach ja, Positivbeispiele klar hervorhebt, ohne jetzt uns explizit nennen zu wollen. Und vielleicht auch, dass man bei einer Kommunikation oder Vermarktung allgemein überbetrieblich hilft, was die neuen Rebsorten hilft. Ganz klar unter der Voraussetzung, alles, was ich nicht ausbringen muss, kann der Kulturlandschaft nicht schaden. Und vielleicht auch Schulungen in dem Bereich, soweit es möglich ist. Da müssen wir mal drüber sprechen, was man da machen kann. Also wenn ich dran denke, wie wir angefangen haben, ich musste den Wiederhopf auch erst googeln. Ich wusste auch nicht, was eine Glockenblumenscherenbiene ist. Ja, wenn ich es nicht kenne, wie soll ich es dann schützen? Es gab hier Menschen, die, obwohl der Kaiserstuhl so berühmt ist, die kannten nicht mal den Bienenfresser. Und das kann man auch nicht zum Vorwurf machen. Das wird ja nicht gerade im Biologieunterricht gezeigt. Ich denke, wenn wir da eine Schulung hätten, wie kann ich Weinbau im Sinne vom Naturschutz gestalten? Durch Randflächen, durch Einsaaten, durch Mahlzeitpunkte, auch vielleicht zu kommunizieren. Natürlich geht es 2-3 Jahre, bis ich die ersten Besonderheiten erkenne. Wenn da eine Möglichkeit wäre, ich denke, da würden sich viele drüber freuen. Genau, und ich sehe hier auch schon im Chat, dass einige NABU-Gruppen auch schon bei euch waren oder auch gesagt haben, oder auch BUND-Gruppen, jawohl, wir machen Exkursionen zu euch hin. Das sind ja gute Überlegungen, um eben dieses Wissen weiterzutragen, weil die erzählen das ja dann wieder weiter und so fort. Und es könnte eigentlich nicht passender sein, dass es ja auch der Wiederhopfvogel des Jahres geworden ist. Insofern war das jetzt super, euren Vortrag zu haben. Mit Blick auf die Uhr, Uwe, glaube ich, sollten wir jetzt wieder in die Pause gehen. Ich weiß auf jeden Fall sicher, ich habe noch eine Flasche Wein von euch im Regal aus einer wunderschönen Schmuckkiste mit dem Wiederhopf drauf. Die werde ich mir heute Abend genehmigen. Vielleicht nochmal der Werbeblock. Wer Lust hat, sich etwas genauer zu informieren, es gibt eine Homepage. Aber Achtung, es gibt ein anderes, größeres Weingut mit dem gleichen Namen. Aber spätestens, wenn man dann den Wiederhopf auf der Homepage sieht, weiß man, man ist richtig. Vielen Dank für euren Vortrag. Wenn ich da vielleicht noch eine Eselsbrücke kurz einwerfen darf, da mich ja viele für verrückt halten. Der Winzer mit dem Vogel, das ist der Richtige. Der Winzer mit dem Vogel ist der Richtige. Ja, weiterhin viel Erfolg. Danke für den Vortrag. Ist auf sehr gute Resonanz gestoßen. Toi, toi, toi. Und vielleicht sehen wir uns tatsächlich mal in den Reben. Dankeschön.